Ja, dann hallo und herzlich willkommen wieder aus dem Henny Brenner Saal. Ich darf Marie Krall bei uns begrüßen und sie erzählt uns was von Learnings aus dem Prototype Fund. Sie ist auch Leiterin vom Prototype Fund und ja, wer schon immer Fragen zu Förderung hatte, wird jetzt Dinge lernen, denke ich. Ja, dann einen herzlichen Applaus und viel Spaß beim Vortrag. Jetzt ist es an. Ja, sehr schön, dass ich wieder da sein darf. Ich hoffe, dass meine Stimme es bis zum Ende schafft. Ich war diese Woche erkältet. Wenn ich eine Pause brauche, wisst ihr warum. Ich durfte vor ziemlich genau 5 Jahren hier schon mal sprechen und habe gesagt, bewerbt euch für einen Prototype Fund. Ich war damals seit circa 3 Monate im Team. Jetzt 5 Jahre später haben wir gedacht, es ist Zeit für Learnings. Mein Name ist Marie Krall. Ich wurde schon vorgestellt. Ich leite zusammen mit meiner Kollegin Patricia Leu den Prototype Fund. Uns gibt es schon seit 8 Jahren bald, also am Ende der jetzigen Förderrunde. Und wir wollen jetzt zeigen, dass leichtgewichtige Förderungen funktionieren. Für erfolgreiche Projekte braucht es nicht immer 30 Seiten Antrag. Das passt nicht zur Zivilgesellschaft. Und um die Zivilgesellschaft von innen heraus zu stärken, braucht man auch diese leichtgewichtige Förderung, die ein bisschen anders sind als die, die man so aus dem EU oder Bundeskontext kennt. Wir dachten auch, es ist vielleicht spannend, mal einen Einblick in die Strukturen zu geben, statt ständig zu sagen, hallo, wir sind der Prototype Fund, wir haben Geld für euch und ihr könnt euch bewerben, wenn ihr x Ideen habt. Genau, wenn ihr uns noch nicht kennt, ich weiß, ich sehe bekannte Gesichter, Menschen, die wir gefördert haben und so weiter, aber vielleicht kennen uns nicht alle. Deswegen stelle ich ganz kurz den Prototype Fund als Förderprogramm vor. Wir sagen ganz offiziell, dass wir Public Interest Tech fördern, also Technologie aus der Gesellschaft und für die Gesellschaft. Oder wie wir es hier geschrieben haben, Technologien mit gesellschaftlichem Mehrwert. Uns gibt es bei der Open Knowledge Foundation, wir sind Teil der OKF zusammen mit Jugendhackt oder Frag den Staat, die ihr vielleicht kennt. Und gefördert werden wir vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also die ganzen Fördergelder für die Projekte kommen direkt aus dem BMBF. Und auch wir werden als Begleitteam, als Begleitforschungsteam über BMBF-Fördergelder finanziert. In Zahlen, wenn man sich bei uns bewirbt, gibt es 6 Monate Förderzeit. Das ist immer so. Wir haben Kohorten, die starten zusammen, die enden zusammen. Wir haben jetzt die 16. Förderrunde. Mit circa 25 Projekten pro Runde. Jedes Projekt bekommt bis zu 47.500 Euro, wenn eine Person Vollzeit arbeitet oder mehrere sich diese Summe teilen für ein Vollzeitäquivalent. Wir haben insgesamt 387 Projekte gefördert. Zahlen und nicht Muttersprachlerinnen, sorry. Der Vortragstitel ist inzwischen schon falsch, weil diese Zahl sich ständig ändert. Wir haben 14 Millionen im Vortragstitel. Wir sind bei 16,6 Millionen Euro bewilligt, die bis Ende Februar ausgezahlt werden insgesamt. Für die 16 Förderrunden hatten wir über 4000 Bewerbungen und ja, wir haben sie alle einzeln gelesen, alle Teammitglieder haben immer alle Bewerbungen gelesen. Super spannend. In a nutshell, wir sind ein Förderprogramm mit einem kurzen Förderzeitraum, ein vergleichsweise geringen Beitrag, wenn man an andere größere Förderungen denkt. Es geht explizit um das prototypische Testen von Ideen, statt eine funktionierende Beta-Version als Ergebnis zu verlangen. Das heißt, beim Prototype kann ich was anfangen und sagen, nach 6 Monaten bin ich nicht fertig und ich werde trotzdem bezahlt. Man kann auch sagen, mein Projekt ist gescheitert, es ist nicht möglich oder ich konnte es nicht erreichen und ich werde trotzdem bezahlt, weil ich werde für meine Arbeitsstunden, die ich in der Forschung gesteckt habe, also in Programmieren, im Ausprobieren, ob dieses Projekt tatsächlich so umgesetzt werden kann. Das heißt nicht, dass keine fertigen Projekte rauskommen, aber dass es den Freiraum gibt, dass es auch mal anders läuft. Wir haben sehr viele Projekte begleitet, also
über fast 400. Manche Teams, manche Projekte sogar mehrfach. Einige wurden zu Leuchttürme, Projekte, die ihr auch kennt. Andere wurden direkt nach der Förderzeit eingestampft und wir durften in jeder Runde so viel lernen und dieses Förderprogramm immer weiterentwickeln. Und wir glauben, dass man so ein gutes Förderprogramm aufbauen kann. Der erste Teil sind eher administrative und operative Sachen. Also wir fördern einzelne Personen und kleine Teams. Da ist die Idee, dass es nicht nur Wissen, nicht nur Talent in Firmen und Hochschulen gibt, also größere Institutionen, die sich auf größere Fördertöpfe bewerben können, sondern auch, gerade wie man es in der Open-Source-Szene sehr, sehr viel sieht, auch in Communities, in der Zivilgesellschaft. Dass es Menschen gibt, die sich sehr tief mit bestimmten Themen beschäftigen, einen speziellen Erfahrungsschatz haben und diese Personen nicht in den Strukturen, die normalerweise gefördert werden, eingegliedert sind. Wir haben auch gelernt, dass einzelne Personen nicht immer eine gute Idee ist, dass Teams eine gute Idee ist. Deswegen hat der Prototype Fund am Anfang nur eine Person pro Projekt gefördert und später haben wir gelernt, dass gerade interdisziplinäre Arbeit und gegenseitig auch prüfen können und so weiter viel besser funktioniert. Deswegen fördern wir auch kleine Teams in GBRs, aber immer noch ohne Unternehmen. Der zweite Punkt, Leichtgewichtigkeit. Also wir haben vergleichsweise kleine Fördersummen, das habe ich schon gesagt. Das basiert auf der Idee, dass Menschen vor allem Zeit für ihre Projekte brauchen. Also Ehrenamt ist eine schöne Sache, super, wenn ihr das macht, aber das muss man sich auch leisten können. Das können nicht alle Menschen sich leisten. Und die Idee vom Prototype Fund ist, dass man ein Gehalt zahlt und sagt, jetzt hast du mal Zeit, dich auf dieses Projekt zu konzentrieren, was du sonst ehrenamtlich gemacht hättest. Und dafür, dass diese Summe sehr niedrig ist, also für einen Mensch ist es viel Geld, für eine Förderung ist es wenig Geld, haben wir den Admin-Aufwand sehr niedrig gehalten, weil es halt nicht so viele Kostenstellen gibt, weil die Formulare dafür ziemlich simpel sind, weil man solche Summen auch noch ohne zu viel Paperwork auszahlen kann. Das ist kein perfektes Modell. Wir zahlen immer die Gelder quartalsweise im Nachhinein aus. Das heißt, man muss erstmal das Geld vorschrecken können, um zu leben, bevor man bezahlt wird. Also nach dem ersten Monat kriegt man die Bezahlung für den ersten Monat, nach dem vierten Monat für die drei nächsten Monate und am Ende die restlichen Gelder. Da braucht man schon ein bisschen Puffer, um das machen zu können. Das ist nicht perfekt. Auch nicht perfekt ist, dass wir kein flexibler Verwendungszweck haben für Gelder. Also wir zahlen nur diese Arbeitsstunden. Beim Prototype Fund kann man keine Gelder für Hardware, für Reise zu Konferenzen, für Aufträge und so weiter bekommen. Aber wenn man das aufbauen würde, dann wären es größere Fördersummen, dann wären es kompliziertere Prozesse und dann wäre es wieder nicht erreichbar für einzelne EntwicklerInnen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Wir haben auch vergleichsweise kurze Fristen für diese Art der öffentlichen Förderung. Wenn ich sage, so lange dauert es, bis deine Prototype-Fund-Förderung startet, wenn du dich bewirbst, sagen die Leute immer, circa 5 Monate, das ist so lang und dann hätte ich mein Projekt schon umgesetzt in der Zeit und so weiter. Aber ich kann euch sagen, für so ein Tech-Innovationsförderprogramm aus dem Start ist es eher kurz. Es ist leider nicht möglich, es anders zu machen. Und wenn man andere Förderprogramme sieht, ist es jetzt auch nicht viel schneller. Was wir auch machen, ist, dass wir operative Unterstützung bei administrativen Fragen anbieten, damit es niedrigschwellig ist. Also die Idee ist, dass Menschen, die sich beim Prototype Fund bewerben, sind keine Admin-Profis. Manche finden das furchtbar, ganz viele finden das furchtbar. Auch wir kennen das. Deswegen haben wir einen Antrag in nur 11 Fragen beim Prototype Fund. Das sind sehr, sehr wenige Fragen. Also es ist 2, maximal 3 A4 Seiten, wenn man sich bei uns bewirbt. Und erst wenn man von der Jury ausgewählt wird, dann muss man einen Vollantrag schreiben. Das ist dann ein bisschen komplizierter, aber dafür wird man durch die Formulare geleitet in Workshop. Also das machen wir gemeinsam als Kohorte und bewältigen den administrativen Teil, damit niemand alleingelassen ist mit dem Admin. Auch bei Mittelabrufe und so weiter wird von sowohl Team Prototype Fund als auch von unserem Projektträger Hilfe angeboten. Viel Reporting, viel Freiraum, Experimente möglich,
machen. Also die Idee ist, es gibt nicht ständig irgendwelche Berichte, die man schreiben muss. Bei uns muss man schon Updates schreiben und so weiter, aber die sind sehr kurz gehalten und nur verpflichtend ist eigentlich nur für den Staat, ist nur dieses eine Bericht ganz am Ende der Förderzeit. Wir sind keine Milestone-basierte Förderung, wo man zum Beispiel einen Teil programmiert, dann schreibt man einen Bericht drüber, dass man diesen Teil programmiert hat und dann kriegt man erst das Geld. Sondern man kriegt das Geld egal von völlig unabhängig von den Milestones. Genau. Milestones kann man übrigens jederzeit ändern im Prototype Fund. Man muss nur Begründungen können, warum das so ist. Aber auch da sind wir nicht perfekt. Eine fixe Laufzeit von 6 Monaten ist nicht für alle Projekte ideal. Manchmal merkt man, dass man mehr Zeit braucht und das ist bei uns leider nicht möglich. Wie wir fördern, jetzt gehen wir ein bisschen mehr im Alltag, menschlichen Teil von der Förderung. Also wir sagen immer, dass wir ein lernendes Programm sind. Wir schrauben als Team konstant an Formate. Es gibt Menschen, die haben 2-mal den Prototype Fund gemacht und die können dann sagen, es waren 2 unterschiedliche Förderungen. Also der Grundgerüst bleibt immer, aber es sind immer Kleinigkeiten, die sich geändert haben. Es gibt Sachen, die man nicht ändern kann. Wir sind eine öffentliche Förderung. Es gibt Richtlinien, die auch sehr viel Sinn machen, damit nicht jeder Mensch eine Förderung haben kann und nichts mit die Arbeit nicht leistet. Also zum Beispiel so ein Bericht, zum Beispiel eine offizielle Zahlungsanforderung, zum Beispiel ein Antrag. Aber in Formate, um die Projekte zu unterstützen, Entwicklungen und wir uns ständig. Wir sind auch ein Forschungsprogramm, das heißt, wir führen ständig Begleitforschungsinterviews und hören tatsächlich von den Geförderten, was sie schlecht fanden und was sie gut fanden und was wir ändern könnten. Als ich ganz früh beim Prototype Fund angefangen hatte, ich hatte keine Erfahrung mit Förderung, dann hat mir irgendein Fördermittelmanager aus einem anderen Fund gesagt, ihr seid ein sehr hands-on Förderprogramm und das hatte ich damals nicht mal richtig gemerkt, aber es ist tatsächlich so, dass wir im Vergleich zu anderen Förderprogrammen sehr, sehr, sehr hands-on sein. Also wir fördern sehr oft Menschen aus Förderfan-Zielgruppen, Menschen, die noch nie eine Förderung hatten. Deswegen bieten wir viele 1-zu-1-Gespräche, versuchen immer ansprechbar zu sein, holen regelmäßig Updates rein. Versuchen auch mal für Tipps und Feedbacks zu sein. Also alle Updates werden immer gelesen, alle Updates werden immer beantwortet. Auch mit, hey, du hast das und das, hier eine Blockade, hast du schon überlegt, mit XY zu reden, solche Sachen. Wir bieten auch Coaching an. Alle Projekte, die bei uns gefördert werden, haben das Angebot, Coaching zu kriegen. Nicht alle nehmen es, aber die meisten, würde ich sagen, so 80-90% gut. Vor allem im Bereich Design UX Projektmanagement, aber wir haben auch Coachings in Security, Gründungscoachings, Security Coachings und so weiter im Angebot. Bieten auch inzwischen Sprechstunden, wo man zum Beispiel kommen kann und über Branding reden kann mit Coaches und Menschen, die ähnliche Fragen haben. Oder Seminare über Gründung 101. Oder ähnliche Sachen. Und wir als Team fungieren da immer als Korrektiv, weil wir gemerkt haben, dass alle Förderrunden immer die gleichen Fehler machen. Also Sachen, die sie selbst später als Fehler sehen, wie ich wünsche mir, ich hätte das Coaching nicht in den letzten 2 Wochen gemacht, weil da war ich eigentlich schon fertig und diese Tipps hätte ich früher gebraucht. Und das hören wir jedes Mal. Deswegen sagen wir es auch immer mehr und mehr ganz früh, dass andere Menschen das so erlebt haben. Was wir auch versuchen, Austausch, also wir organisieren Events am Anfang und am Ende der Förderung. Wir sind auch auf Events wie hier ansprechbar. Wir haben Vernetzungsformate innerhalb der Förderrunde. Wir haben ein Vernetzungsangebot, mal ja, mal nein. Da ist der Klassiker, wenn wir Vernetzungskontaktdaten rausgeben, werden die nicht genutzt. Wenn wir sie nicht rausgeben, dann fragen sie, wo sind die Kontaktdaten? Ich hätte sie genutzt, hätte die rausgegeben. Also man muss ein bisschen realistisch bleiben. Vernetzung ist nicht das Hauptziel von so einer Fördermaßnahme. Es ist wichtig, es ist schön. Ich kenne Menschen, die machen immer noch Peer-Programming, Jahre nach der Förderung, 2 ganz unterschiedliche Projekte. Es funktioniert mal, aber am Ende fokussiert man sich sehr auf dem eigenen Projekt, was fast ein bisschen schade ist. Wir haben auch ein Wiki, eine Knowledge Base, eine Chat, damit Leute sich untereinander verbinden können und wir nicht immer als Mittel in der Mitte stehen. Erfolgsfaktoren, die wir gemerkt haben, apropos Vernetzung, Vernetzung in Ökosysteme ist oft ein großer Erfolgsfaktor. Da können wir keine
krassen Sachen leisten mit so einem kleinen Team, alle Projekte super krass in der Open-Source-Szene zu vernetzen. Aber eine schöne Geschichte, die ich habe, ist zum Beispiel, dass ich eine Nextcloud-App hatte. Die hatten sich beworben, die wollten für eher so ein Hausprojektumfeld eine Knowledge-Base-Dashboard-App in Nextcloud bauen. Wir haben Kontakte bei Nextcloud, wie bei ganz vielen Open-Source-Projekten. Ich habe sie vor Anfang der Förderzeit schon mit Nextcloud vernetzt. Es hat sich herausgestellt, dass Nextcloud schon an einem ziemlich ähnlichen Projekt gearbeitet hat als GmbH damals. Und statt irgendwie miteinander zu konkurrieren, haben die miteinander gearbeitet, haben die geschaut, wie können zwei Apps miteinander funktionieren, welche Teile werden jetzt vielleicht an dem anderen Team übergeben. Und nach zwei Förderungen beim Prototype Fund haben sie einen Job angeboten bei Nextcloud, weil eine Knowledge Base für linke Hausprojekte ist auch ein super Tool als Knowledge Base für Business Case, für Business Modelle. Und deswegen gibt es jetzt diese Knowledge Base einfach für alle von der Nextcloud GmbH finanziert und diese Menschen haben Jobs bei Nextcloud. Was auch wichtig ist, ist, dass wir ein geschützter Räume für unterrepräsentierte Gruppen sind. Ich habe schon gesagt, eher förderferne Zielgruppen, eher Menschen, die vielleicht in unterrepräsentierten Gruppen in der Open-Source-Software sind. Da passen wir sehr auf, dass wir vielleicht auch das Programm ein bisschen anpassen können, wenn es hilfreich ist, dass wir unsere Erwartungen auch ein bisschen anpassen an Teilnahme, an Sachen und so weiter. Und der dritte Punkt, den ich mitgebracht habe, sind Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Also sowohl innerhalb der Förderung, dass man zum Beispiel durch Coachings und so weiter sich weiterentwickeln kann, aber auch, dass die Förderung an sich schon eine Weiterentwicklung ist, weil man hat sich voll reingearbeitet in Themen, wofür man vielleicht keine Zeit hatte. Man hat neue Frameworks kennengelernt, man hat vielleicht sich mit neuen Tools vertraut gemacht, mit neuen Herangehensweisen an Sachen, hat gelernt, wie man User-Testing macht und so weiter. Und die Idee, also auch wenn wir eine Projektförderung machen und nicht eine Personenförderung, also wir fördern ja nicht Personen dafür, dass sie einfach das machen, was sie wollen, sondern das Projekt an sich, gibt es trotzdem diesen Lerneffekt, dass wir dann Menschen haben, die vielleicht nicht aus dem Open-Source-Umfeld kamen oder eher Junior waren und sich in dem Kontext sehr stark weiterentwickelt haben und in der Open-Source-Szene dann voll rocken danach. Was auch wichtig ist und was wir nur ein bisschen so inoffiziell machen können, ist, dass viel Upstream weitergegeben wird innerhalb der Förderzeit, also ganz viel mit Dependencies und so weiter gearbeitet wird, wo man manchmal auch dann viel Zeit drin investiert. Das ist jetzt nicht offiziell Hauptziel der Förderung. Wäre cool, wenn wir das explizit im Förderprogramm einbauen könnten, aber trotzdem passiert das sehr viel. Ich habe es jetzt schon in Communication und Image, also den dritten Teil, eine diverse Zielgruppe erreichen, ist eigentlich aber nicht nur eine Kommunikationsfrage. Also ja, es gibt den Aspekt von, mach mal einen Vortrag in der Uni, damit du neue Studentinnen erreichst. Aber es ist vor allem, was uns wichtig ist, was wir gelernt haben, das hilft, ist zusätzliche Angebote zu schaffen. Wir haben zum Beispiel angefangen, Flinter-Sprechstunden zu machen für die Bewerbungszeit. Und ich war noch nie allein im Big Blue Button auf eine Flinter-Sprechstunde. Und es gibt auch einige Menschen, die ich dann in der Förderung weitergesehen habe, wo ich mich richtig gefreut habe. Solche Sachen lohnen sich, auch wenn man denkt, das ist eine extra Stunde, wo ich wieder in so einen Kurs sitze und so weiter. Wir haben viel zu lange gewartet, vor dass wir es gemacht haben. Und wenn ihr in welcher ähnlichen Organisation habt, macht das. Was wir auch machen, sind die Anpassungen in der Projektbetreuung, die ich erwähnt habe, aber ich muss leider sagen, wir haben immer noch eine recht homogene Gruppe an Geförderten. Schaut euch ein Video vom Demo Day vom Prototype Fund auf YouTube an und ihr könnt sehen, dass es immer noch nicht perfekt ist. Was wir auch machen, ich habe vorher gesagt, dass wir interdisziplinäre Teams mögen, aber leider reicht so eine Förderung von fast 50.000 Euro nicht, um einen ganzen Staff zu haben, wo man auch Kommunikationsexpertinnen und Co. dabei hat. Deswegen versuchen wir ein bisschen mit Blog, Newsletter, Social Media und so weiter zu unterstützen und Geförderte zu vernetzen, wo es geht. Und wir sehen natürlich auch das Förderprogramm selbst als Kommunikationstool.
Also wir als Prototype Fund sind ein Beispiel, dass man so ein Förderinstrument aufbauen kann, dass ein Staat ein solches Förderinstrument auch fördern kann, auch wenn die staatlichen Förderstrukturen nicht ganz dafür gemacht sind, dass es möglich ist. Und wir zeigen auch, wie es möglich ist, weil man kann uns fragen, wie baut man sowas aus. Und natürlich auch in der anderen Richtung. Wir sind offiziell ein Forschungsprogramm, also wir müssen pro Förderrunde einen Evaluationsbericht schreiben. Wir müssen pro Förderrunde einen Trendbericht schreiben. Wir reden richtig viel mit unterschiedlichen AkteurInnen, nicht nur Menschen, die wir gefördert haben, sondern auch allgemein in der Freie- und Open-Source-Szene. Und können dem Ministerium dann auch sagen, ihr stellt euch XY vor als Förderprogramm, aber das funktioniert nicht, weil Menschen was anderes brauchen oder die Community bräuchte noch mehr von XY. Und wir können da auch durch die Kontakte jetzt nicht, wie Menschen sich vorstellen, dass wir jede Woche im Ministerium tanzen, so ist es nicht. Aber wir können auch schon auch in der Richtung ein bisschen zeigen, wie die Open-Source-Szene aufgebaut ist und was sie tatsächlich braucht, um hoffentlich irgendwann mehr solcher Förderprogramme zu haben. Aber es wird besser. Nach mehr kommt noch ein Vortrag über den Sovereign Tech Fund. So, ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht von Projekten aus dem Prototype Fund von uns. Es sind 400. Ich finde es immer so schwierig auszuwählen. Ich habe zuerst ein paar Klassiker mitgebracht. Nextcloud, wir haben natürlich nicht die Nextcloud GmbH gefördert, sondern Nextcloud Community-Projekte. Wir fördern zurzeit ein Nextcloud-Projekt, was Nextcloud Pi heißt. Vielleicht habt ihr schon mal Nextcloud auf dem Raspberry Pi installiert. Das Projekt wird jetzt verbessert, wird eine zweite Version von gemacht und das fördern wir zurzeit. Wir haben auch diese App, Knowledge Base App gefördert, die Collectives heißt und eine Gesundheits-App und eine Ransomware-App, die aber nicht mehr funktioniert. Das zweite Projekt, was ich mitgebracht habe, kennt ihr auch. Also wir haben jetzt nicht ganz Mastodon gefördert, das wäre zu cool. Aber wir haben tatsächlich den Eugen mal gefördert, der Mastodon gestartet hat für Moderationstools und ich glaube die iOS-App war es damals. Das dritte Projekt ist jetzt ein bisschen weniger bekannt, außer ihr beschäftigt euch mit Security und Messengers. Also die Idee, wenn ich super simpel erklären will, ist es einfach ein Protokoll, was Signalverschlüsselung ersetzen soll irgendwann. Also da ist ein Mensch, der war in Standardisierungsgremien mit großen Akteuren wie Facebook und Cisco und Co. Der war damals bei Wire, dem Messenger. Und der hat jetzt diesen Standard Open Source implementiert. Daraus ist auch ein Unternehmen entstanden, was jetzt versucht, diese Open Source Messenger weiter aufzubauen und Consulting zu machen, damit diese Verschlüsselung in so viele andere Messengers wie möglich ist. Ihr kennt es wahrscheinlich, Pretix, es gibt kaum mehr Events in der Szene, wo man ein Ticket braucht, wo es nicht über Pretix läuft. Auch CCC-Events ganz oft oder die Party 8 Jahre Prototype Fund, die wir bald schmeißen. Das haben wir in den ganz, ganz, ganz frühen Förderrunden gefördert, als Pretix noch ganz, ganz jung war. Jetzt ein paar Projekte, die ihr vielleicht nicht kennt. Stackspin ist ein Tool, was man auf dem Server installiert und dann hat man Weekend, WordPress, Nextcloud, Zulip und Hedgedock. Und einfaches User-Management wird unter anderem als Software-as-a-Service von der Firma Greenhost angeboten zurzeit. Kann man natürlich auch selbst hosten, nutzen wir beim Prototype Fund. Ist eigentlich für kleine Vereine und kleine Aktivistengruppen gedacht. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr sowas braucht. Die Drip Menstruationszyklus-Tracking-App kennt ihr vielleicht schon. Die ist ein paar Mal durch die Medien gegangen. Das ist ein Projekt, was wir zweimal gefördert haben und was wir immer noch sehr feiern, weil es endlich mal so eine App ist, die keine Daten sammeln will und übrigens auch nicht pink und lila ist, sondern ein bisschen dezenter gemacht ist. Und das letzte Projekt, was ich mitgebracht habe, ist Box Tribute. Also hier geht es um ein Lagermanagement-Tool für Organisationen im Bereich Geflüchtetenhilfe.
Also einfach zu gucken, wie viele Boxen habe ich, was ist denn diese Boxen, was muss als nächstes rausgegeben werden. Wird in einige Organisationen europaweit eingesetzt, haben wir auch schon zweimal gefördert. Auch ein sehr cooles Projekt, was man vielleicht nicht kennt und ich empfehlen würde. Das letzte Projekt, was ich mitgebracht habe, sind wir selbst. Der Prototype an sich ist auch ein Erfolg. Also nicht nur durch die Projekte, die wir gefördert haben, sondern auch dadurch, dass es tatsächlich Nachfolgefördertöpfe gibt vom Prototype Fund. Es gab eine Weile lang in Taiwan ein Förderprogramm, was auf dem Prototype Fund aufgebaut wurde, aber früher gelauncht wurde, was ein bisschen komisch ist, aber die sind dann schneller gewesen. Es gibt den Prototype Fund Schweiz, der auch seit einigen Runden in der Schweiz fördert, ein bisschen anderen Aufbau hat, was auch sehr gut zeigt, dass man das Modell einfach nehmen kann. Die haben unser Logo, die haben unsere Webseite, die haben alles genommen, haben die Farben ein bisschen geändert und haben es ein bisschen angepasst und haben eine andere Art von Förderung, weil es in der Schweiz nicht über die Regierung so einfach zu fördern war, sondern über eine Stiftung. Aber sonst bleibt alles ziemlich ähnlich. Wir sind natürlich auch viel im Austausch, haben auch schon Papers zusammen veröffentlicht. Und es ist cool zu sehen, dass man dieses Modell einfach fast schon forgen kann. Und dann gibt es natürlich den STF, der ganz anderen Fokus hat, ganz anders aufgebaut ist, worüber ihr nachher was hören könnt. Aber der auch unter anderem von Menschen aus dem Prototype Fund gegründet wurde. Eins habe ich vergessen, vorher ist jemand zu mir gekommen und hat gefragt, kannst du bitte erwähnen, dass ihr auch das Projekt gefördert habt, was GNU-Taler heißt, was ihr hier ausprobieren könnt, deswegen mache ich das. Der ist leider nicht mal im Raum, weil er auch einen Vortrag hat gerade. Aber falls ihr Menschen kennt, die auch so ein Förderprogramm aufbauen möchten, wir sind immer da, um zu helfen, uns auszutauschen und so weiter. Weil ich so schwierig finde, Projekte auszuwählen, habe ich diese hier ausgewählt. Ganz ehrlich, die Auswahl ist einfach, welche hatten Logos mit transparentem Background. Manchmal ist das die Auswahl, die sind nicht cooler als die anderen, die wir gefördert haben. Es gibt so viele coole Projekte, schaut einfach auf prototypefund.de, klickt euch rum und da könnt ihr sehen, wen wir alle sonst gefördert haben. Da ist der Taler übrigens auch schon. So, ich bin jetzt ziemlich in der Zeit. Falls ihr Fragen habt, ich bin natürlich hier, ich bin heute Nachmittag auch noch ein bisschen hier, wahrscheinlich nicht mehr so lang, aber ich bin gern noch für eine Mate und ein Gespräch zu kriegen. Wenn ihr Fragen habt, info@prototypefund.de, wir sind auf Mastodon und unsere Webseite findet ihr hier. Wir sind auch auf LinkedIn, aber das ist jetzt nicht so cool, deswegen steht es nicht hier drauf. Vielen Dank für den Vortrag, für die Aufmerksamkeit, sorry. Und wenn es Fragen gibt, gerne. Ja, doch, ganz, ganz großen Dank für den Vortrag. War wirklich schön und du hast schon so viel erzählt, aber hat vielleicht noch jemand Fragen zu den Projekten, wie die Förderung läuft? Hier im Raum vielleicht. Da, ja, ich habe, das Zeigen hat geholfen. Gott, so ein weiter Weg für das Mikrofon. Ich hatte nur die Frage, es geht ja sehr viel um Prototypen. Du hattest als Beispiel ja sehr viel Nextcloud genommen und Nextcloud ist ja sehr dafür bekannt, dass sie sehr viele neue Features immer introducen, aber kaum Bugs fixen. Gibt es dafür auch irgendwie Funding, also dass man einfach nur auf Bughunts geht? Ich kenne keiner, außer so ein bisschen STF, die machen ja Maintenance, aber für sehr große Projekte. Ich kenne das Problem in Nextcloud auch. Wir nutzen Nextcloud, ich habe bei Nextcloud gearbeitet. I know the pain. Das Problem ist, dass es extrem schwierig ist, Geldgeber, also so Ministerien oder Stiftungen zu überzeugen, dass sie für sowas bezahlen müssen, weil es ist immer sexy zu sagen, hier ist meine Liste von 60 neuen Prototypen, die ich finanziert habe, aber ich habe Nextcloud ein bisschen weniger buggy gemacht, ist keine coole Kommunikation. Deswegen gerade nicht, aber
Wir sagen ständig, wir hoffen, dass andere Leute weiter laut bleiben. Und wenn ihr Leute kennt, die irgendwie wissen, wie das, man das löst, wir würden gerne mitarbeiten. Just to be clear, ich meine nicht nur Nextcloud, sondern es gibt ja auch andere, genügend, wo es einige Bugs gibt. Also was wir machen ist, dass wir versuchen, Innovationen so breit zu definieren, dass wir nicht sagen, das muss ein vollständig neues Projekt sein, sondern es kann nächsten Schritt sein. Und wenn da ein Teil Bugfixes mit drin ist, ist es auch okay. Aber wir müssen halt im Rahmen, was vom Ministerium oder zusammen mit dem Ministerium festgelegt wurde, am Anfang bleiben. Und deswegen können wir da den Scope nicht ganz ändern. Die Projekte werden ja dann auch vorgestellt. Wie schaut es dann aus bei dem Demo-Day? Ist es dann so eine Riesenrunde oder eher ein kleiner Workshop oder wie schaut es aus? Der Demo-Day ist ein ganzer Tag, der öffentlich ist. Also meistens sind ca. 150 Personen da. Und ein Teil der Projekte stellt sich in Vorträge vor, ein Teil der Projekte stellt sich in Panels vor, wo man Projekte nimmt, die eine Schnittstelle haben, zum Beispiel das Thema Legal Tech hatten wir als Panel, das Thema Barrierefreiheit hatten wir als Panel und die diskutieren so und ein Teil der Projekte stellt sich so ein bisschen wie auf dem Marktplatz vor und macht Demos an Laptops, wo man sie ausprobieren kann. Wir versuchen das so zu machen, weil 25 Projektvorstellungen als Vorträge ist die Hölle. 25 Demo ist eine große Messe und das ist auch die Hölle irgendwann. Und deswegen machen wir das so, wir gucken, welche Projekte sich wofür eignen. Das funktioniert als Format eigentlich ganz gut, das zu durchmischen. Also. Ich wollte fragen, wie das aussieht von Förderungen von Projekten von Minderjährigen. Dürfen wir leider nicht machen. Eine der Häkchen, die Menschen setzen müssen, ist, ich bin 18 Jahre alt und wohne in Deutschland, mindestens 18 Jahre alt und wohne in Deutschland. Wir kennen Leute, die sich richtig so ganz, ganz knapp nach dem 18. Geburtstag beworben haben, aber davor geht es leider nicht. Aus so einer Herrschaftsperson, die die Verantwortung übernimmt, also die über 18 ist, aber die Personen halt nicht über 18 sind, die da mitarbeiten? Also rein ehrenamtlich dürfen natürlich Minderjährige mitarbeiten, aber offiziell Teil der GbR müssen alle volljährig sein und das wird vom Projektträger geprüft, weil das Ministerium darf einfach arbeitsrechtlich, glaube ich, nicht so einfach Minderjährige 6 Monate lang arbeiten lassen. Okay, vielen Dank. Hat noch jemand Fragen? Sonst, du hast ja schon angekündigt, du bist auch nachher noch da. Vielleicht fällt euch noch was ein, vielleicht habt ihr doch noch ein Projekt rumliegen und wollt Marie direkt fragen, wer weiß, oder habt noch Ideen für die Fragen hier. Dann, ja, vielen, vielen Dank dir für die Geduld mit Fragen, dass du uns alles vorgestellt hast und auf dass ihr noch ganz, ganz viele tolle Projekte fördern könnt. Ja, danke. Ja, und für euch.